unser nächster Lokal. Pass auf, welches Restaurant? Ja, Mann, hier. Ah. So, unsere nächste Location, das Karibik Restaurant. Ja, Mann. Ja, Mann, Mann, ja. Komm. Es ist so, wenn man in dieses Restaurant kommt. Ja. Es ist wie ein Stück Jamaika in Berlin. Welcome to Jamaica. Rum Punch. Rum Punch, wunderbar, schmeckt sehr lecker. Muss man immer wieder haben. Und jeden Tag haben wir Rum Punch. Denkst du, liegst du danach oder kannst du es überleben? Ich werde es überleben. Wie war das noch, das Getränk? Wie heißt es nochmal? Ich habe keine Ahnung, aber es ist fruchtig und stark. Was hast du denn daraus geschmeckt? Karibik. Es schmeckt nach der Karibik und nach Jamaika. Es ist einfach schön. Wie heißt das Getränk? Das ist der typisch jamaikanische Rum Punch. Wow. Mann, ist das lecker. Wie ist dein Name? Ich heiße Barbara. Und ihr trinken jetzt alle jamaikanische Rum Punch. Es ist so, wenn man Gäste in Deutschland bekommt, er fragt, wollen Sie einen Kaffee haben? In Jamaika wir fragen, wollen Sie einen Punch haben? Cool, cool, ganz interessant. Sag mal, wie lange existiert das Restaurant schon? Dieser Restaurant ist 5,5 Jahre alt. Gibt es bei dir auch zu essen was? Natürlich. Was gibt es so Besonderes? Alles wird gekocht, typisch jamaikanisch. Zum Beispiel, weil sag mal, ich habe noch nie probiert, was Karibisches. Was würdest du mir empfehlen? Der Renner jetzt ist der Jerk Chicken. Und das ist gegrillte Hühnchen. Okay. Und das Essen wird serviert mit Beilage. Bei uns kriegen sie Full House. Da kommt es Reis, Salat, Mehlklöße, so ein Dumpling, so alles typisch jamaikanisch. Kochbanane, sagt man Plantain. Okay. Eine richtige Teller. Ich höre sie sehr lecker an. Und in zwei Worten, es ist preiswerter hier zu kommen, als auf Jamaika zu fliegen. Und dann kriegt man die Fieber. Das Essen, die Musik, Entspannung. Das ist wunderbar. Also praktisch Urlaub bei dir. Richtig, ein kleiner Urlaub. Ganz günstig Urlaub bei dir auf Karibik. Genau, genau. Sehr schön. Hast du was Karibisches bestellt? Ja, eine karibische Gemüsepfanne habe ich bestellt. Bist du öfters hier? Nein, zum ersten Mal. Und wie hat es gefallen? Sehr gut, sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Also kommst du wieder? Ich glaube schon, ja. Bist du auch hier zum ersten Mal? Ja. Ja, wir haben das von unseren Vermietern empfohlen bekommen und deshalb haben wir gesagt, wir gehen hier hin. Habt ihr auch dieses spezielle Getränk probiert? Ich habe jetzt den Namen wieder vergessen. Nee, wir trinken Karotte-Ingwer-Saft. Hausgemachten Karotte-Ingwer-Saft. Also nochmal, das war Karotte-Ingwer. Genau. Selbstgemacht. Ja, hausgemachte Säfte. Was, sag's mal, was ist denn das für leckere Zeug? Das ist ein jamaikanischer Dumpling, das ist ein Kloß, ein Mehlkloß. Und das essen wir wie Brot in Jamaika. Vorspeise, Nachspeise, Zwischenspeise, alle Speise. Sieht lecker aus, also ich will das auch probieren, darf ich? Schmeckt auch sehr lecker, gerne. Wer kriegt das, wenn ich das hier klaue? Das kriegt jeder, die das gerne probieren möchte. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist immer ein Teig mit einer kleinen Füllung. Aha. Scharfe Soße und ein bisschen Kohlenstrohsalat, würde ich sagen. Schmeckt? Ganz lecker. Man muss es nur zwischen die Zähne kriegen. Das war ja lecker. Das war der Vitamintrink. Vitamin drin? Vitamine. Bist du jetzt ganz fit fürs Tanzen? Ich bin fit für Tanzen. Ja, die Soße ist sehr scharf. Mmh. Wunderbar. Deutschbier, Jamaika, Also absolut top, bin sehr zufrieden und das nächste Mal bin ich garantiert mit dabei. Was hört man so auf Jamaika öfters? Soon come. Und das ist, die kommen, aber keine bestimmte Zeit. Man nimmt das Leben einfach locker. Langsam locker. Immer entspannt. Ja. Hat mir super gefallen, danke euch. Ich hab's schon wieder. Okay.